Wow! Ich wünsche mir von euch wieder super schöne Greenstream-Memes. Gestaltet jetzt eure Greenstream-Memes und ich reagiere drauf. Ladet sie unter Hashtag GreenRevi 6 auf YouTube und Twitter hoch und ich gönn mir den Schatz rein. Nice! Let's go, ich hab richtig Bock drauf. Ich hab richtig Bock wieder auf Minecraft mit Trimax, Alter. Eine Sache, von der ich niemals gedacht hätte, dass ich jemals in meinem Leben sagen werde. Aber es ist so. Hallo Leute. Was geht? Geil. Jungs, was geht ab? Alter, ist richtig geil, Junge. Richtig. Ey, ist so geil, oder? Geil! Ja. Yep. Mein Hund lebt immer noch. Ich bin wieder seit 4 Stunden dran. Nice, Alter. Oh mein Gott, diese riesige Melonenfarm. Max, nice ist dein Vater, Junge. Sehr stark. Danke, Mann. Willst du sie so hässlich? Willst du sie so lassen? Ich hab keine Ahnung, wie es gut aussieht. Aber komm mal hierher, du wirst begeistert sein. Warte, ich guck mal ganz kurz, was hier. Ihr habt eine Weizenfarm automatisch hier gebaut, ne? Mit Pistons. Komm mal her, das hab ich alles selber gemacht. Da hab ich den ganzen Tag dran gesessen. Nicht aktivieren, ist noch nicht fertig. Geil, oder? Hättest du mir das zugetraut? Nee, tatsächlich nicht, aber du hättest es doch noch einfacher machen können, Bro. Na? Anstatt der Pistons hättest du Dispenser nehmen können. Dann kannst du die powern oder entpowern. Weißt du, was ich meine? Ja, dann, stimmt. Hast du das war das einzige Tutorial, was nur 2 Minuten ging. Ach so, nee, ist easy, ist cool. Hast du gut gemacht, Max. Bin ich stolz drauf. Nice. Einer schreibt, Try hat nicht gepennt, er ist süchtig nach Minecraft. Ey Jungs, was habt ihr da für eine hässliche Sch im Wasser gebaut? Was ist das? Ja, das soll ein Leuchtturm werden. Ich bin noch nicht weit gekommen. Bro, aber ein Leuchtturm ist doch nicht aus Holz. Peinlich. Romatra. Okay, Romatra, pass auf. Ich sehe schon, ey. Ich sehe schon, du bist der Dumme von uns drei. Ich bin halt schon leicht getriggert. So, ihr müsst mich verstehen, ich war früher Aesthetic God in Minecraft. Ich will mich jetzt hier nicht irgendwie, ne? Aber. Ja, stimmt. Okay, pass auf. Sollen wir das Ding. Ey, soll ich safen? Rette es. Okay, pass auf. Ganz. Hilf mir. Erstmal das Wichtigste. Ich würde den Leuchtturm komplett abreißen. Ja. Das ist geil, Mann. Er hat 8 Stunden lang gearbeitet. Echt jetzt? Okay, pass auf. Dann, wir können, pass auf. Guck mal da, Enchantment-Hebel und geile Bücher. Das ist nice. Das ist sehr nice. Aber guck mal, das Ding schwebt halt in der Luft. Das geht natürlich nicht. Es schwebt ja im Wasser, ne? Ja, es ist ein Leuchtturm. Los, keine Ahnung. Ah, schwierig, Alter. Schwierig. Pass auf, okay. Ist es so verschmutzlich? Auf jeden Fall, Digga. Es tut mir leid, das ist wirklich hässlich. Kannst du bitte sagen, dass es mordhässlich ist? Es ist wirklich, Alter. Also, ich meine, die Melonenfarm, die triggert mich schon. Die Zuckerrohrfarm, die kann bleiben. Das ist fein, so. Alles gut. Sieht gut aus, ne? Hab ich mir Mühe gegeben. Melonenfarm, brachial. Also, das müssen wir alles nochmal später ändern. Das würde ich alles später unter Tage machen. Aber Romatra, Bruder. Ein Leuchtturm. Welche Farben hat er? Normalerweise. Lila-gelb. Lila und Gelb. Trimax ist fast richtig. Romatra, deine Meinung dazu? Ey, Jungs, ich hab die Kisten, die alle sortiert. Die sind alle durcheinander jetzt. Ihr Autisten. Ich werde entdeckt. Junge, Alter. Der spielt das immer noch so, als wäre es Fortnite. Das da vorne, das können wir zum Teil behalten. Ich baue daraus ein Schiff, okay? Der Leuchtturm, Bro, der kommt ganz lässig hier vorne links, da wo der Sand ist. Und wir beide gehen jetzt mal die richtigen Materialien dafür holen, okay? Okay. Komm mal mit, Bratte. Oder warte mal, wir könnten es auch. Moment mal, wir können es auch durch Concrete machen einfach. Okay, Romatra, pass auf. Wir brauchen eine Schaufel. Kannst du mir eine Diaschaufel machen? Ich hab doch nicht einen einzigen. Mach ich. Brauchst du auch nicht, Trimax. Doch. Habt ihr den Raid überlebt, sehe ich gerade hier. Normal. Ja, wir haben einen Raid gemacht. Was heißt überlebt? Ich hab die Solo weggeflankt. Max hat sich gerafft, wie man hier in den... Wie man hier kämpft. Ah, du hast hier vorne einen Cobblestone-Generator gebaut. Bruder, das ist nicht Skyblock. Romatra, Alter, ich schwöre, du bist maximal süß, weißt du das? Romatra, ich dachte, du bist Pro. Du bist genauso wie ich. Max, ich schwöre, mit deinem Progress bin ich sehr, wirklich zufrieden. Ja. Romatra, wir müssen nochmal reden. Wir suchen das hier unter uns. Siehst du das hier? Dieser komisch farbende Sand. Das ist Clay. Ton. Den Bruder brauchen wir jetzt, um Beton zu machen. Wir haben das neue Zeitalter erreicht. Ich möchte kurz was claimen. Ja. Ich bin der Einzige, der mit Seelensand die Warzen baut. Ich bin der Warzen. Meine Aufgaben sind die Warzen. Ja, das ist sowieso wie im IRL bei dir. Deine Aufgaben sind die Warzen. Das passt. Okay, never mind. Ist noch easier, als ich dachte, Bro. Wir brauchen Gravel. Wir brauchen Gravel und Sand. Jetzt bin ich der Bot gewesen, Alter. Du kannst Sand machen und ich mach Gravel, okay? Ich gehe hier vorne. Ich glaube, hier vorne hat sogar ein Gravel-Biom, Digga. Dann haben wir Win. Okay, alle ins Bett legen. Es ist Nacht. Go. Schnell. Max, also wir sind gerade wirklich weit weg. Hier spawnen die ganze Explosionscreeper. Gibt's auch Non-Explosionscreeper? Kurze Frage an dich. Gibt's einen Unterschied zwischen Creeper und Zombie? Ja. Der eine explodiert halt und der andere nicht. Einverstanden. Darf Spark mitmachen? Nee, Spark hat mich gestern nicht geradet, sondern Trimax, deshalb nicht. Wir gehen gleich auch in den Nether, können wir auch Gravel farmen. Also du bist auch nicht so ganz zufrieden mit dem Leuchtturm, oder Romatra, sei ehrlich. Ich war von Anfang an nicht zufrieden. Okay. Ich finde den Leuchtturm richtig sch. Wenn du mir jetzt, ey, ganz ehrlich, schau mal, ich will mich hier nicht pushen oder so. Ich will jetzt auch nicht sagen, hey, so Aesthetic, leave it to me. Aber wenn ihr sagt, ich soll ein Haus bauen oder sowas, ich bin down, ich mach das gerne, weißt du, was ich meine? So, ich zimmer hier eine Luxusvilla mit beheiztem Pool und allem hin, Jungs. Ich möchte, dass wir eine richtig kleine, richtig beschissene kleine Lehmhütte bauen. da arbeite ich gerade dran. Romatra, du hast da 2 Explosionscreeper hinter dir. Explosionscreeper hinter dir? Da mach ich meine Hühnerfarm hin, der darf nicht explodieren, der darf nicht explodieren! Ja. Explosionscreeper hinter dir, Alter.
Ganz kurze, wichtige Frage. Wie viele Knochen haben wir noch? Null. Null. Und ich bin richtig sauer deswegen. Wir hatten einen Knochen bisher. Revi, kannst du eine Knochenfarm bauen? Oh, Knochenfarm ist schwieriger, Hase. 2 Knochen habe ich. Gut, kannst du dir mal in dein Craftingfeld tun, daraus 6 Bone Meal machen? Revi, du musst eine Eisenfarm bauen, eine Knochenfarm und eine XP-Farm. Okay, XP-Farm. Könntest du das alles aus dem Kopf? No joke, könntest du das alles aus dem Kopf? Also eine simple XP-Farm würde ich wahrscheinlich hinbekommen, aber die ist zero effektiv. Die effektivste XP-Farm ist super kompliziert und da müssen wir uns richtig Tutorials reingrinden für. Da müssen wir in den Nether eine Blaze-Farm machen. Und das wird schwer. Das habe ich schon mit Ani Sedak versucht. Das ist harter Tobak, Bro. Übel, Alter. Ich möchte jetzt in den Nether gehen. Ich möchte mir meine Quarzen holen. Machen wir jetzt, Bro. Ich komme jetzt sofort. Ich will in den Nether. Das ist gar nichts mehr geordnet hier. Das macht mich ganz verrückt. Ja, Bruder, wir müssen auf jeden Fall anfangen. Und da sehe ich ja auch den Leuchtturm. Den Leuchtturm als zentrales Warenlager. Viel zu klein, Digga. Digga, du weißt ja gar nicht, in welchen Ausmaßen ich einen Leuchtturm bauen würde, Max. Wir bauen einen richtig fetten Leuchtturm, Alter. Weißt du, stell dir mal vor, du fährst Lübeck ein. So ein Leuchtturm wird das. Mhm. Ich habe jetzt roten und weißen Beton schon mal gemacht. Erstmal haben wir Powder, ja. Das ist, pass auf, Puder hat folgende Eigenschaft. Fällt runter. Wir wollen doch in den Nether, was macht ihr denn? Moment, hast du einen Wassereimer? Mhm. Klebt man das Wasser über den Beton drüber jetzt. Komm mal her, Kollege. Warte kurz. So, wo kriege ich den rüber? Über das Beton. Und zack, wird daraus ein solider Block. Oh, wie lässig. Mhm. Und der fällt jetzt nicht mehr runter. Ist eine echt angenehme Sache, weil zum Bauen macht es das wirklich super simpel. Aber wie gesagt, wir gehen jetzt nochmal in den Nether. Wir müssen auf jeden Fall... Ich muss mich kurz vorbereiten. Ich habe keine Rüstung. Ihr seid alles Diamant. Ich habe eine Lederhose an. Wo sind wir denn alles Diamant, Max? Wo sind wir denn alles Diamant? Was, seid ihr enchanted? Wir sind enchanted, Bro. Du hast ja nicht meine Lederhose an. Warum lügst du uns denn an? Warum erzählst du denn Lügengeschichten? Das ist deine Eisenhose, Max. Nee, das darfst du nicht. Aber warte mal, Max. Warten. Wir gehen erstmal kurz ohne Rüstung. Für den Fall, dass du verreckst. Zieh mal bitte deine Rüstung aus und pack die gleich hier in die Truhe. Nee, Digga. Was? Mach ich nicht. Ich will nicht verrecken. Genau deshalb. Was? Komm hier rein, Max. Du musst hier reinstehen, in den Portal. Also, das ist ja ganz krank. Leg dich mal hier in das Bett rein, dann kannst du hier pennen. Oh ja, warte, das will ich sehen. Warte. Hä? Das warst du. Nein. Doch. Nein, war ich nicht. Du hast mich getrollt. Ich fass es nicht. Sorry, Bro, aber ich musste einfach, Alter. Ich musste. Ja doch, du hast deine Erfahrung verloren, oder? Ich war Level 28. Warst du nicht? Doch. Ja, ist nicht so schlimm. Ich hab 5 Jahre lang gefarmt. Rumatra. Oh Mann, Rumatra! Was denn? What the fuck? Jetzt mal for real. Was denn? Was hat er gemacht? Nichts hat er gemacht. Ich konnte meine Sachen nicht auf sein. Ich wurde von einer Spinne getötet. Ist weggelaufen. Hey, du hast nichts gesagt? Du hast kein Wort getan? Was? Ich habe die ganze Zeit geschrien. Nicht ein Wort hast du gesagt. Max, sorry, aber ich musste einfach, Bro. Ich musste einfach. 28 Level schreiben alle UMG. What the fuck? Max, pass auf. Hey. Oh no, hör mir zu. Max, hast du eine Spitzhacke? Bau das hier ab. Romat, hast du eine Spitzhacke für ihn? Ach so, nee. Für ihn nicht. Nein, Digga. Nein, Holzkopf. Warum sind hier so viele Schweine? Ist das normal? Das sind Schweinemänner. Wenn du die schlägst, sind alle aggressiv auf dich. Mach's nicht. Du siehst doch den Unterschied. Oh, ich hab den Creeper angeschaut. Das ist ein Enderman und der macht nichts, wie du siehst. Pass auf, Max. Was du abbauen möchtest, ist das hier. Diese weißen Dinger hier. Wieso? Weil das eine Menge XP gibt und damit hast du dein Level richtig schnell wieder drin. Eine weitere Regel, Max, ist, hier ist überall Lava, wie du siehst, okay? Ja. Lauf da nicht rein, logischerweise. Was sind das für Dinger, die an der Decke sind? Glowstones. Was bringen die? Die leuchten. Jetzt habe ich, wenn ich beim Farm aus Versehen Schwein angreife, bin ich dann so gut wie tot? Du bist tot. Ich habe eine Festung gefunden. Echt jetzt? Ja, aber sie ist echt gut weit weg. Hier ist ein Gas, Mensch. Blase. Er hat mich gesehen. Schlag den Ball zurück, wenn er kommt. Hier ist noch zwei Gasmenschen. Alter. Zwei Gasmenschen, Alter, Junge. Okay, ich sprinte jetzt ganz durch eine Festung durch, Leute. Nur, weil es schneller geht für mich. Ich mach sie nicht, keine Sorge. Halt's Maul, Digga! Max. Was hat er gemacht? Er hat einen Creeper mitten in unserer Base explodieren lassen. Also, ey. Mit solchen Leuten kann ich doch in den Nether gehen. Boah, das war ganz krass. Das war eine Explosion vor unseren Truhen, ne? Ja, wenn das die Truhen gewesen wären, dann wäre ganz krass. Aber wieso spawnen die denn hier? Was ist das denn für eine... Wir haben nicht genug ausgeleuchtet. Bring, wie viel Cobblestone hast du dabei? Wir brauchen wirklich eine Menge Cobblestone. Talking about a lot. So viel habe ich noch nicht. Ich habe gerade leider sehr lange... Ich habe 6 mitgebracht. 6 Cobblestone? Ja. Max, ob du geistig behindert bist, ist die Frage. Ich denke, die sind selten. Cobblestone? Nein. Ich brauche eine Sekunde. Hast du gerade gesagt, ich denke, Cobblestone ist selten? Komm jetzt mal mich abholen hier, es nervt auch langsam. Ist Trimax, Alter. Krieg ich zu viel, Alter, wenn ich sowas höre. Ich denke, die sind selten. Trimax hat 3 Stacks Fleisch. Das passt so gut. Sind die denn wenigstens gebrannt, Max? Das Nein, Fleisch? Oh. Ja, Digga, pack's mal in den Ofen, du Autist. Seid ihr ready, Jungs? Wollen wir nochmal zurückgehen? Yes. So, komm rein in den Nether. Cobblestone ist selten. Ihr habt vollkommen recht, Leute. So, wir warten ganz kurz hier. Schlag die ruhig. Mach sie fertig, komm. So schön wie ein Prank. So, jetzt. Mach sie fertig, komm. Geil, Alter. Gehen wir jetzt richtig raiden? Das Ding ist halt, ich habe echt gute Erfahrungen jetzt mit Minecraft gemacht, mit Ani Sedak. Wer ist besser von uns in Minecraft? Ani hat es deutlich schneller verstanden als du. Mhm. Was kann ich machen, wenn ich brenne? Sterben. Sterbe ich jetzt? Ja.
Ja, Alter, von wo kam ich denn dann nochmal? Oh, ich muss Joki ist zu Ende. Mann, hör mal auf, jetzt kurz reden bitte mit Max. Ich muss mich kurz umorientieren. Alter, wo war denn das nochmal, Leute? Jetzt hier diesen Gang lang? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Alter. Crazy. Was ist das? Ein Gast. Zubauen. Alter, mit dir komme ich gut klar. Alter, ich habe eine Blaze Rod, Jungs. Und hier müssen wir jetzt die Warzen finden, ne? Nicht den Spawner abbauen, Max, okay? Das hier machen wir erstmal zu, Bro. Hier geht erstmal keiner ran, weil hier wird später unsere XP-Farm entstehen, hier bei dem Ding hier. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir die Warzen finden. Das Ding ist riesig. Das Ding ist wirklich riesig. Und wir müssen jetzt mal schauen, hier sind überall auch Kisten versteckt. Und hier hat es auch hoffentlich dann irgendwo den Raum mit den Nether-Warzen. Gold. Zwei Sättel. Nice. Ich habe die Warzen gefunden, Max. Bot. Was ist Golden Horse Armor? Für Pferde, eine Rüstung. Ich habe eine Diamantrüstung für Pferde gerade gefunden. Ich habe zwei Pferde-Diamantrüstungen. Müsste ich die mitnehmen? Ja, auf jeden Fall. Diamantrüstungen. Sagt, der soll ich die mitnehmen. Junge. Sagt Max, der soll die Helligkeit hochmachen. Und dann Chainer und Texture-Pack holen. Ja, Leute, also ich glaube nicht, dass er das hinbekommt. Chainer und Texture-Pack, das ist erstmal ganz fernab. Oh, lol, hier ist ein Schiffswrack. Das gönne ich mir mal ganz kurz. Ich habe 1700 Zuckerrohr, falls ihr braucht, ne? Brauchen wir nicht. Mhm. Also brauchen wir de facto wirklich gar nicht. Für Speedtränke. Was sagst du dazu? Ja, vielleicht später interessant, ich jetzt. Okay, Rivi, dann sagst du mir jetzt, was man mit Warzen macht. Mit Warzen kannst du tatsächlich Tränke brauen. Also Tränke? Wir machen gleich mal einen Unterwasseratmungstrank, das können wir gleich schon mal machen, den einfachsten. Dann sollten wir auch, glaube ich, noch Speedtränke machen können, Healing Potions und sowas. Ist doch sau OP dann von mir, oder nicht? Ist nicht dumm, sagen wir so. Das Ding ist halt, müssten wir eine Gastepisode irgendwie mal jemanden fragen, Spark of Fields oder sowas, ob der uns schnell so eine Ding ins Farm bauen kann, im Nether eine XP-Farm, weil da kriege ich nicht hin, bin ich raus. Bark meint, dass er ihm Bescheid sagen sollte. Wir können ihn gleich theoretisch dazu holen, dann kann er sich um die Blaze-Farm kümmern. Dann machen wir das so als Gast. Dass er hier vorbeikommt, die Blaze-Farm baut und fertig. Als Gast-Special, so, ja. Das klingt total nach dem Ausnutzen. Nein, das ist gar nicht. Weil du es nicht hinkriegst, holst du jemanden ran, der es kann. Und verkaufst es als Special Guest. Du kommst ja hier vorbei, wenn wir die LAN-Party machen, ne? Da bist du ja hier, wenn wir Borderlands zocken, Call of Duty, ne? Es gibt ein Gast-Special. Du darfst meine ganze Bude putzen, saugen, Geschirrspülmaschine aufräumen, Müll rausbringen. Ist ein Gast-Special, okay? Wieso sagst du dazu nichts? Ist ein Special-Room, Atra. Freust du dich? Richtig geil. Ich finde flache Decken in Minecraft sehr beengend. Das mag ich nicht. Nein! Ey, bin ich behindert, Alter, Junge! Jetzt ist doch gleich Nacht, Digga. Ich flieg jetzt darüber, mich juckt's nicht, Alter, ganz ehrlich. Weil ich will heute richtig lange zocken, aber ich merke, dass es so nicht, so geht das nicht. Ich habe 4 Stunden Schlaf gehabt nach der Minecraft-Session bis um 3. Max hat 3 Stacks Granit gefarmt. Ja, warum? Warum macht dieser Trimester die ganze Zeit Hör mal auf, zu machen, Max, die ganze Zeit. Okay, ihr müsst jetzt entscheiden. Sollen wir diesen Spark fragen oder nicht? Der gibt uns eine XP-Farm. Was bringt die nochmal? Ganz viel. Was kann eine XP-Farm uns geben, Max? Ja, und was bringt uns das XP? Verzauberte Sachen, die uns stärker machen. Aber wir können doch jetzt nicht einfach jemanden ranholen, der soll uns das bauen und dann geht er wieder weg. Was ist das denn für eine Assi-Aktion? Das ist ein Special Guest. Persönlich ist es mir egal. Ich sag nur, der Gesamtheit unseres Projekts hilft's. Der mega geil, Mann. Aber was ist, wenn er daraus Content zieht für sich? Granite ist schlecht, ne? Habt ihr gesagt? Meine Fresse! Diorite. Boah, Trimax! Ich würde ihn so gerne einfach umbringen. Ich auch, ich will ihn einfach mal umbringen. Was ist, wenn wir jetzt unsere Communities entscheiden lassen? Strawpoll. Ja? Da steht aber auch da drin, Spark ausnutzen. Leute, abstimmen lassen, bitte im Chat. Leute, abstimmen. Die Ergebnisse sind 86% zu 11%. Das ist schon arg eindeutig. Was heißt das jetzt für uns? Geil, holt ihn ran. Holt ihn ran. Ey, wenn ich jetzt demnächst meine Minecraft-Streams ankündige, ich habe heute einfach spontan eine Insta-Story gemacht, 4K Viewer. Was geht ab, Alter? Einfach, es schmeckt einfach. Das Game Minecraft schmeckt mir einfach richtig, Junge. Und wir haben viel zu spät, ich habe viel zu früh aufgehört. Wobei, nee, es war gut. Die Pause tat gut. Ja, es ist genauso bei Clash Royale. Die Pause Achtung, Timex! Achtung! Ich hab dich, Achtung! Ganz schnell! Max, Achtung! Boah, Leben gerettet, Alter. Ja? Ich hab die XP bekommen, danke, Mann. Du Geier, Junge. Riesen-Chan, ich finde hier nix. Hallöchen erstmal. Ah, da ist er, hi. Spark, wir hatten gerade eine sehr lange moralische Diskussion darüber, weil das ein Dreierprojekt ist und ich bin da jetzt direkt offen drüber, ja? Wir sind so dumm, seit 7 Jahren Minecraft, der kann's nicht. Ich kann keine. Pass auf, die effektivste Möglichkeit, doch wenn ich jetzt einen Blaze-Spawner habe, gepaart mit einem XP-Farm, eine richtig gute Quelle, um an XP zu kommen, oder? Ja, und dann haben schon. Ist auch recht easy, wir brauchen ein paar Pistons. Richtig, genau. Und da hört's auf. Mit Redstone bin ich raus, Spark. Und wir müssen dir offen sagen, es ist kein. Also, wie formuliere ich das jetzt, Max? Also, ich wollte ganz kurz was fragen. Minecraft-mäßig bist du beim Redstone raus, weil Minecraft geht's doch gefühlt nur um Redstone und Schaltungen. Das
ist ja komplett gelogen, Spark. Ist das so? Würdest du sagen? Naja, das stimmt eigentlich nicht. Ist das für dich moralisch gesehen ausnutzen, wenn du dann tatsächlich nicht auf dieser Welt verweilen darfst, wenn du hier was gebaut hast? Das haben die Leute schon gesagt. Richtig, weil wir wollen dann nämlich... Ich kann nochmal ins Stream zu Gast sein, das ist auch kein Problem. Richtig, genau. Und das ist der Plan. Das ist der Plan. Im Chat steht gerade schon wieder, Trimax baut seit 5 Minuten Sand ab, aber sein Inventar ist die ganze Zeit voll. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. Ihr müsst mir sowas sagen. Es stimmt nicht. Ihr müsst. Junge. Ich hasse den so. Trimax hat 27 Kohle und brennt mit Holz, Junge. Max. Dauert das länger? Max, es gibt so ein paar Grundmechanics. Guck mal, du merkst ja aber auch so Sachen. Ich sag eben, Trimax steht da 45 Minuten in seinem Netherwarzenkeller. Max, ich finde es so geil, dass du dabei bist. Ich finde das so schön. Macht mich so glücklich. Machst du seit 10 Minuten die Weizenfarm größer, Bruder? Nein. Max, hast du gerade Weizen gebrannt, um an Brot zu kommen? Ich hab's versucht, aber es ist nicht passiert. Es ist ein logischer Schritt, den kann ich nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Max, hast du dir den Diamanthau gemacht? Nein. Ist das wirklich so, Max? Der hat die sich gemacht und der hat die verzaubert auf Lack, Alter. Damit er mit einmal zwei Felder auf einmal. Ist das ehrlich? Ist das jetzt dein Ernst, Bro? Nein. Hast doch, du das ist offensichtlich schlechter Gag von Rumatra. Ich habe meinen Stream aus Versehen beendet gerade, ich Idiot. Okay, Max, gut. Das bedeutet Krieg. Nein, er ist vielleicht bei der Explosion. Doch. Das bedeutet Krieg für dich. Ja, du wirst verbannt aus dem Dorf. Du hast meinen Hund umgebracht, Junge. Du hast Kevin getötet. Was denn? Ey, Max, du musst mal aufpassen, du Autist. Du kannst dir nicht alles erlauben, Junge. Hier sind Regenäulen, oder was ist das? Ach nee, das sind ja... Es gibt keine Regenäulen. Max, es gibt keine Regenäulen. Du hast meinen Hund getötet. Hör mal auf, jetzt vom Thema abzulenken, Junge. Der steht doch hier. Mit dem ist nichts passiert. Der lässt sich total schlecht von den Zuschauern pranken. Zeig mir meinen Hund. Jetzt onstream. Zeig. Der wird aber die ganze Zeit von dieser Eule angegriffen, Digga. Holy shit. Das ist keine Eule. Der ist da, der Hund. Gib dir was zu essen, bitte. Ich habe nur Brot und Melonen. Was mag der lieber? Fleisch. Der braucht Fleisch. Du musst restlich mit Fleisch auf dem machen. Fleisch oder Fleisch? Fleisch. Ist mir egal, was der nimmt. Hauptsache, der wird gesund. Ganzen Dias sind weg. Ist dein Ernst, Bro? Du hast meinen Hund fast getötet. Diamanten müssen doch irgendwo sein hier. Hier sind doch die ganzen 18 Diamanten. Du bist ja. Low. Und wo ist der ganze den ich gefarmt hab? Wenn das jetzt. Ey, Junge, ich schwöre dir. Digga, das macht keinen Sinn, Spark. Das macht keinen Sinn, dem irgendwas zu erklären, Alter. Der reimt sich irgendwelche Nummern zusammen und sowas. Der lernt nicht. Ganz geduldig. Ich kann den Hass verstehen, aber ich werde Max nicht umbringen, okay? Der gehört auch noch dazu, irgendwie. Komposter, das ist ja nur eine Holzkiste. Ach, Junge, er steht hier schon. Ich benutze den gerade im Moment, Alter. Mein Gott. Junge. Max, ja. Hast du im Braustand hast du da immer noch einen Pufferfisch drin? Ja, wieso? Ja, genau. Warum hast du das gemacht? Ich habe 3 Potions of Water Breathing. Sag das nochmal. Ich habe 3 Potions of Water Breathing. Der redet auch einfach weiter. Das ist Game Over. Vergesst die Schleimbälle. Ich habe gerade im Singleplayer mal probiert, ob ich das anders machen kann als sonst. Und das geht auch. Was? Also wenn ihr jetzt keine findet, ist nicht schlimm. Ich kann die Farm, denke ich, immer auch so bauen. Denkst du oder geil, weißt du? War der Workaround. Ich hab die immer mit Sticky Pistons gemacht, aber ich denke mal, ich krieg's auch ohne hin. Ehre. Geil. Junge, guck mal bei mir im Stream, Max. Guck mal. Ich kann nicht, ich bin gerade im Fight. Doch. Ist wichtig. Wird dir das gefallen. Das ist wirklich wichtig. Schau es dir an, Max. Das ist wichtiger als alles andere, was du je gemacht hast in deinem Leben. Starkes Texture per Gromiox, sehr gut gemacht, Mann. Gibt's noch ein 1er-Bild? Geil, das ist geil. Dafür liebe ich Minecraft. Ja, das ist es ja wohl. Das ist es ja wohl, Alter. Das Bild ist es ja wohl mal komplett, Alter. Da bauen wir ein ganzes Haus nur mit dem Bild. Da bauen wir ein ganzes Haus nur mit dem Bild, Mann. Alter, das ist auch geil, Mann. Junge. Oh. Moin, Leute, Trimax hier. Geile das Ding. Ja, ich hoffe mal, das klappt jetzt hier unten. Ihr könnt hier entspannt farmen. Ja. Und hier unten sind jetzt einfach die Küche. Die suffocaten da alle komplett drin, guck mal. Ja, das ist die Sache mit den Schleimblöcken, ne? Das war ein kleiner Workaround. Aber warte mal, sind das suffocaten? Ist ja egal, wenn sie festhängen, ist doof. Ja, die hängen halt fest. Und dann müssen wir ein Schleim-Upgrade machen, aber die Farm steht im Wesentlichen. Wie viele sind hier denn einfach? Wenn ihr runtergehen würdet, dann würden die auch zum Boden absacken. Okay, lass mal alle runtergehen. Ich möchte auch dahin. Nee. Du darfst nicht kommen. So, und hier unten kommen die jetzt richtig rein. Guckt euch das mal an hier. Das gibt doch EP und alles. Vielen, vielen Dank dir, Bro. Wirklich mega, mega geil. Alter.